Laune miteinander. Mein Name ist Marcel und ich habe einen Traum. Buch. Ein Buch. Mehrere Bücher. Alle selbst rausgebracht, ohne Verlag oder ähnliches, und ihr wolltet wissen, wie. Dieses Video hier ist mein 250.000-Abo-Special, danke an alle von euch. Ihr wolltet dieses Video hier schon sehr lange, aber ich habe gedacht, das andere Abo-Special war doch etwas wichtiger. Und ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, das war schon irgendwie die richtige Entscheidung. Also es ist schon ein Achievement, eine 250.000 großenteils tote Accounts anzuhäufen, und das feiern wir heute mit diesem Video. Nur damit ihr auch alle Bescheid wisst, ich habe eigentlich nur Erfahrung mit Manga-Publikationen. Aber selbst verlegen kann man ja jedes Buch, egal ob Roman oder Comic oder Manga oder was auch immer. Ich werde bestimmt auch irgendwann mal was bei einem Verlag rausbringen, Stand jetzt bin ich aber nur selbst verlegt. Dieses Video hier ist also in drei Teile aufgeteilt. Einmal, wie man was bei einem Verlag veröffentlicht, einmal, wie man etwas selbst veröffentlicht und einmal meine persönlichen Tipps und Empfehlungen, wenn du ein Buch veröffentlichen willst. Also kleine Ergänzung zu den anderen Teilen. Ich persönlich finde es wichtig, alle drei Teile mal gehört zu haben, aber wenn es euch zu langweilig ist, dann kann ich euch auch nicht zwingen, weiterzuschauen. Also, let's go! Malen oder schreiben wir unser Buch und bewerben uns erstmal bei einem Verlag. Beim Verlag läuft das Ganze eigentlich mega easy ab, weil du dich dort nicht viel selbst um Sachen kümmern musst. Punkt 1 ist erstmal, dass du ein Portfolio erstellst. Heißt also eine Übersicht über deine Idee, vielleicht sogar schon die komplette Story mit Ende und allem drum und dran. Je detaillierter das Ganze ausgedacht ist, desto besser. Wenn du zum Beispiel einen Comic oder einen Manga veröffentlichst, heißt das Character Sheets, Storyboards, vielleicht sogar schon ein paar fertige Seiten, am besten sogar auch deine letzte Arbeit, damit man einschätzen kann, wie das Ganze später aussehen wird und so weiter. Je professioneller das Ganze wirkt, desto besser. Da ist es auch egal, wie alt ihr seid oder welchen Abschluss ihr habt, hier könnt ihr mit eurem Skill beeindrucken, alles andere ist praktisch egal. Meist gibt's auf der Website von Verlegen mehr Infos dazu, hier zum Beispiel beim Carlsen Verlag steht sehr detailliert dabei, was diese Leute von euch haben wollen. Besonders diese Einleitung hier oben zeigt ja schon, dass sich hier praktisch täglich Leute bewerben, die das nächste One Piece zeichnen wollen. Ihr wisst also schon mal, dass die Konkurrenz groß ist. An eurer Stelle würde ich da also nicht halbherzig hinschreiben. Lest euch diese Seite also mal gewissenhaft durch, die fasst es besser zusammen, als ich es je könnte. Riesenempfehlung von mir. Die Seite ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich persönlich habe mich noch nie bei einem Verlag beworben, deswegen kann ich hier nur vermuten, dass du nach einer Zusage vor Ort einen Vertrag aushandelst, wie viel Geld es dafür gibt, wie viele Bücher dieselbe bekommt und eventuell musst du auch noch deine Seele verkaufen, aber das gilt auch nur für diejenigen von euch, die noch eine haben. Und wenn du es soweit geschafft hast, werden dir die Leute dort schon sagen, wie es weitergeht. Der Hauptgrund, warum so viele Leute zu einem Verlag gehen, ist nämlich genau der. Die Leute dort werden dir all deine Fragen beantworten können, weil der Verlag sich dort eben um alles kümmert. Wenn du also dort angenommen wirst und einen Vertrag hast, schickst du also nur deine Zeichnung hin, der Verlag bereitet die Seiten für den Druck vor, macht daraus dann ein Buch, ein Logo für die Serie, das Lektorat und so weiter. Und ganz wichtig, der Verlag macht auch das fertige Cover. Deshalb seht ihr im Fall von Manga-Serien oft, wie die Zeichnungen ausgeschnitten und immer über denselben Hintergrund geklatscht werden. Weil der Verlag sich um sowas kümmert, nur die Zeichnung kommt vom eigentlichen Künstler. Wer da genau wie viel Entscheidungsgewalt hat, ist natürlich von Fall zu Fall immer anders. Wie gesagt, kann man das jetzt positiv oder negativ sehen. Der positive Aspekt ist, wie gesagt, dass du dort immer mit Leuten reden kannst und nicht wirklich viel technisches Know-how brauchst. Das übernehmen die Leute für dich. Und Fragen werden dort ja auch immer beantwortet. Aber das heißt, ab dem Punkt, ab dem du deine Seele, ab dem du deine Story verkauft hast, hat der Verlag und speziell dein Editor auch Mitspracherecht über deine Story, je nach Vertrag eben. Heißt also, es kann oft vorkommen, dass Sachen gestrichen oder geändert werden, eben weil das viel zu lang für die Geschichte ist oder sich vielleicht nicht so gut verkaufen könnte. Ja, das sieht man oft in japanischen Interviews, wie das Storyboard mit Rot geändert und abgelehnt wird. Das ist leider nicht nur in asiatischen Ländern so. Und, ihr habt's erraten, das ist mit so der Hauptgrund, warum ich mich dazu entschieden habe, die Manga-Serie selbst zu veröffentlichen, damit Tobias, mein Storyschreiber, komplette Freiheit beim Schreiben hat und wir die Serie so lange oder so kurz machen können, wie wir es wollen. Wichtig ist, ich will Verlage hier auf gar keinen Fall schlecht reden. Da arbeiten bestimmt super nette Leute und das gilt für jeden Verlag. Aber das war schlichtweg der Hauptgrund für mich, nicht zu einem Verlag zu gehen. Und ich fände es nur gerecht, das an dem Punkt auch ehrlich so zu erwähnen. Was Manga angeht, bekommen in Deutschland die meisten Zeichner nur Verträge für einen einzelnen Band, also einen One-Shot. Wenn der Manga und der Zeichner dahinter aber wirklich gut sind, dann gibt es auch in Ausnahmen Manga, die zum Beispiel drei Bände lang laufen.
Zum Beispiel Kamo von Banzabo ist ein wirklich super Manga, den ich euch allen empfehlen kann. Das ist meiner Meinung nach einer der besten deutschen Verlagsmanga da draußen. Wenn euer Manga so aussieht und die Idee dahinter so cool ist, dann wäre es bestimmt möglich, mehr als nur ein Band daraus zu machen. Kamo hat es ja auch bis zu Band 3 geschafft, bevor der Manga beendet wurde. Seid euch aber bewusst, das hier ist eine Arbeit von mehreren Monaten. Ich würde sogar schon sagen, Minimum ein Jahr, wenn man jeden Tag von morgens bis abends daran arbeitet. Das Problem ist aber, von dem Geld könnt ihr höchstwahrscheinlich nicht leben. Ich bin mehrmals im Jahr auf Messe und habe mich dort schon oft genug mit echt bekannten Künstlern und Künstlerinnen über das Thema unterhalten. Und der Konsens, der sich daraus so ergeben hat, ist, dass fürs Erste vielleicht ein paar tausend Euro pro Band rausspringen. Für einen Manga, an dem ihr aber höchstwahrscheinlich ein oder eineinhalb Jahre lang gezeichnet, Korrekturen und andere Sachen dran gearbeitet habt. Alle von euch, die mit beiden Beinen im Leben stehen, wissen, dass das praktisch nichts ist. Vor allem nicht für eine Arbeit, die über ein Jahr in Anspruch nimmt. Und ja, da kommen natürlich noch so Sachen wie Einkommenssteuer und Materialkosten weg. Die meisten Künstler, die ich persönlich gut kenne und sich beworben haben, haben also eine Zusage von einem Verlag bekommen, haben dann aber direkt wieder abgelehnt, sobald sie gesehen haben, dass sie wahrscheinlich von morgens bis abends an etwas arbeiten, das ihnen dann wahrscheinlich nicht mal den Lebensunterhalt bezahlt. Und falls ihr nicht an Manga interessiert seid und aus irgendeinem Grund immer noch zuschaut, das gilt natürlich auch für jede andere Art von Buch. Bei meiner Recherche habe ich eine YouTuberin namens Karina Zacharias gefunden, die 11 Romane veröffentlicht hat, davon aber immer noch nicht leben kann. Das Ganze kommt natürlich alles auf den Verlag, das Medium und den Erfolg an. Ich will nur, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Etwas bei einem Verlag rauszubringen ist also nichts Schlechtes, vielleicht werde ich das ja auch irgendwann mal machen. Es geht mir nur darum, dass es schwierig wird, davon zu leben. Ganz besonders, wenn es um Manga und ähnliches geht. Jeder gute Verlag sagt euch aber von Anfang an, dass das nie und nimmer zum Leben reicht. Das ist also kein Geheimnis, was ich euch erzähle. Wenn euer Werk zum Beispiel wirklich erfolgreich ist, wird es zum Beispiel in andere Sprachen übersetzt. Zum Beispiel Kamo oder Goldfish haben auch jeweils englische Varianten. Radiant ist ein französischer Manga, der mittlerweile sogar in Japan erhältlich ist. Und das alles wäre ohne den Verlag vielleicht sowieso gar nicht erst passiert. Das war jetzt alles relativ ernüchternd, drehen wir also nochmal die Zeit zurück und schauen, wie es aussieht, wenn du das Ganze ohne Verlag machst. Sprich, wenn du das Ganze selbst verlegst. Selbst zu verlegen ist sehr viel einfacher und sehr viel schwerer zugleich. Ich zeige euch gleich mal, was ich meine. Egal, ob du jetzt einen Roman, einen Comic oder einen Manga erstellt hast, das Ganze läuft eigentlich immer gleich ab. Du brauchst natürlich zuerst mal deine Daten. Entweder eingescannte Zeichnungen oder deine digital gezeichneten Comic- oder Manga-Seiten oder ein Word-Dokument oder eine PDF mit deinem Roman. Und wenn du hier schon nicht weiter weißt, dann habe ich schon ein Video dazu gemacht, in dem erkläre ich, wie ich meine Comic- bzw. Manga-Seiten gezeichnet und erstellt habe. Wenn du also nicht weißt, wie es hier geht, dann schau dir gerne das Tutorial an, ich habe es oben rechts verlinkt. Also jedenfalls habt ihr jetzt eure Seiten, egal ob einzeln oder zusammen als PDF. Und dann müsst ihr das Ganze jetzt zu einem Buch drucken lassen. Und dafür geht ihr auf folgende Website. www.google.de und da gebt ihr einfach ein Bücher drucken lassen und ihr werdet haufenweise Seiten finden, bei denen das genauso funktioniert. Ich habe jetzt 6 Jahre Manga oder Comic meinetwegen gemacht. Ich kann also schon behaupten, dass ich die bekanntesten Seiten ausprobiert habe und ich kann mit Fug und Recht behaupten, die sind alle gleich. Ich habe mit allen Seiten schon wirklich, wirklich furchtbare und wirklich, wirklich gute Erfahrungen gemacht, aber dafür gibt es ja glücklicherweise Testberichte, die man sich zu diesen Seiten durchlesen kann. Da kommt das Thema Selbstständigkeit ins Spiel. Du musst es also schon selber schaffen, eine Druckerei auszusuchen und nachzufragen, wie du was dort druckst. Denn wenn du hier schon verzweifelst, dann können die nächsten paar Minuten in diesem Video ein bisschen bitter werden. Es heißt ja nicht umsonst Selbstständigkeit. Bei manchen Sachen musst du eben einfach selbst recherchieren. Zum Beispiel jetzt, wenn du dein Geld ausgegeben und deine Bücher hast drucken lassen. Theoretisch bist du jetzt selbst verlegt. Immerhin hast du deine eigenen Bücher drucken lassen. Glückwunsch! Jetzt geht's nur darum, wie du diese Bücher verkaufst. Da gibt es ja so einige Möglichkeiten. Ein Verlag schafft es ganz easy, dass diese Bücher im Buchhandel und auf Amazon erscheinen. Jemand, der selbst veröffentlicht, musste aber wahrscheinlich andere Wege gehen. Zum Beispiel kannst du dir einen eigenen Online-Shop erstellen, auf dem du diese Bücher anbietest.
Ich habe das früher noch komplett selbst gemacht mit Server mieten und Website selbst aufsetzen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch Webseiten, bei denen du einfach für eine monatliche Gebühr easy eine Website selbst aufsetzen kannst mit ein paar Klicks. Dann gibt es auch noch Drittanbieter, über die du verkaufen kannst, wie zum Beispiel Amazon. Ganz speziell, Amazon empfehle ich nicht. Amazon hat abartig hohe Gebühren, bei denen für dich so gut wie nichts übrig bleibt. Das ist auch der Grund, aus dem ich dagegen war, den Manga dort zu veröffentlichen und ihr ihn dort nicht kaufen könnt. Es gibt zum Beispiel auch Amazon ePublishing, da kenne ich mich aber nicht genug mit aus. Da kommt erneut das Thema Selbstständigkeit ins Spiel. Wenn ihr euch da erkundigen möchtet, wäre es ja ein Versuch wert. Und dann gibt es da noch eine ganz besondere Methode, die ich auf jeden Fall erwähnen will. Ganz oldschool auf einer Messe mit einem eigenen Stand verkaufen. Ihr wisst, ich bin mehrfach im Jahr mit meinem Storyschreiber und meiner Crew auf Conventions unterwegs. Dort verkaufen wir die Manga-Serie und anderen Merch ebenfalls. Aus Erfahrung kann ich also sagen, das ist der mit Abstand einfachste Weg, etwas Eigenes zu verkaufen. Ohne Website und den ganzen anderen Schnickschnack. Wie genau das funktioniert und was man dafür braucht, kann man ja bei der jeweiligen Messe nachfragen. Hashtag Selbstständigkeit. Der einzige Haken ist, je größer die Messe, desto mehr geht ihr mit euren Werken darin unter. Viele Leute machen den Fehler, direkt auf eine riesen Messe zu gehen. Das würde ich euch für den Anfang nicht empfehlen. Nur ein kleiner, nett gemeinter Tipp. Ach, und wenn ihr wissen wollt, auf welchen Messen ihr meine Crew und mich demnächst treffen könnt, dann habe ich für euch eine Liste mit Messeterminen auf meiner Website. Kommt gerne vorbei, wir freuen uns auf euch. Also das Ganze scheint doch schon etwas optimistischer zu laufen. Richtig? Ja, der Haken bei all diesen Sachen ist, ihr müsst dazu eine Firma, also ein Gewerbe anmelden. Bei einem Verlag kann man da vielleicht noch so ein paar Sachen managen, dass man mit einem Vertrag dort angestellt ist, das weiß ich nicht. Aber hier führt da definitiv kein Weg drumherum. Wenn ihr eigenständig Geld verdient, braucht ihr zumindest mal ein Kleingewerbe. Und im besten Fall dementsprechend auch einen Steuerberater. Das ist ärgerlich, geht aber leider nicht anders. Denn bei steuerrechtlichen Themen gebe ich euch keine Beratung. Dazu bin ich, glaube ich, nicht so qualifiziert. Diese Roadmap war also ein grober Überblick, wie man sein Buch auf zwei grobe Möglichkeiten in die Öffentlichkeit bekommt. Ich habe mir aber überlegt, vielleicht am Ende nochmal ein paar persönliche Tipps zu geben. Ich habe in den letzten 6 Jahren immer ein Buch pro Jahr veröffentlicht. Und dieses Jahr bringe ich sogar 2 raus. Ich würde also sagen, ich habe darin zumindest etwas Erfahrung, die ich euch weitergeben kann. Zuerst mal, egal was du machst, du wirst am Anfang höchstwahrscheinlich nicht viel Erfolg damit haben. Das ist ganz normal und das kann ich dir sogar schon fast versprechen. Das Ganze läuft natürlich weitaus besser, wenn ihr schon einige Abonnenten habt, dann habt ihr direkt schon viele Leute, an die ihr eure Bücher verkaufen könnt. Denkt ihr wahrscheinlich. Band 1 von Myth habe ich 2015 rausgebracht. Zu dieser Zeit hatte ich 40.000 Abonnenten. Ich weiß, das ist für heutige Verhältnisse nicht mehr wirklich viel. Aber zumindest mal früher war es eine solide Zahl. Was denkt ihr, wie viele davon früher Band 1 von Myth gekauft haben? Die Hälfte? Vielleicht 20.000 Menschen? Oder 10.000? 5.000? 1.000? Es waren 20. 20 Leute haben sich Band 1 von Myth zum Release gekauft. Und ich war nicht sauer darüber, sondern ich war happy, weil ich keine Erwartungen hatte. Ich hatte nicht vor, davon zu leben oder Geld damit zu machen. Ich hatte vielleicht noch nicht mal vor, einen zweiten Band zu machen. Ich habe einfach nur Spaß gehabt. Und diesen Kontrast sehe ich jedes Mal, wenn ich meine DMs aufmache oder mir Leute auf Instagram schreiben, dass sie am Boden zerstört sind, weil sie erst 1 oder 2 Bücher verkauft haben und wahrscheinlich nie davon leben und kein Geld damit machen können. 2015 ist zwar nicht so lange her, aber ich glaube, die Zeit war trotzdem leicht anders. Früher waren die YouTube- und Social-Media-Trends nicht "Ich zeige meine Millionen-Euro-Villa" oder "Mein neues Auto". Das war früher nicht so. Die Trends hatten schönere Inhalte. Wie zum Beispiel... Ah, okay, schlechtes Beispiel. Aber ohne Spaß jetzt. Selbst wenn 2015 alles voll mit Pranks und Fakes war, Geld und Erfolg waren noch nicht so im Mittelpunkt wie momentan. Auch die Nachrichten, die ich bekomme, sahen früher zu dieser Zeit anders aus als heute. Ihr könnt euch vorstellen, wie. Mittlerweile dreht sich so viel um Geld und um Erfolg. Wenn du ein Teenager bist, wird dir suggestiert, dass du Anfang 20 ein Millionär sein musst und dass die einzige Art von Erfolg ist, die man mittlerweile haben muss.
Ich glaube, viele Leute haben weniger das Ziel, ein Buch rauszubringen und eher damit berühmt zu werden oder bekannt oder Geld damit zu machen. Frag dich mal wirklich, wie viele Stunden du in den letzten 3 Monaten oder so wirklich gezeichnet, geschrieben oder anderweitig dein Hobby nachgegangen bist. Und dann überleg dir, ob du das jeden Tag könntest. Nicht für eine oder für 5 Stunden, sondern vielleicht auch mal für 8 oder für 10. Und am Wochenende. Und jeden anderen Tag auch. Ob es dir wert ist, dich tagelang mit nervigen Papierkram zu beschäftigen, jeden Monat Steuererklärungen vorbereiten zu müssen und den Rest deines Lebens wahrscheinlich nicht sehr viel Geld damit zu verdienen. Und wenn ja, dann finde ich, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich habe selbst anfangs noch die ersten Exemplare von Myth per Mail verkauft, so wie viele andere Zeichner zu der Zeit auch. Dass ich später 6 Bände zeichne, die sich dann weitaus besser verkaufen, kam mir nicht mal ansatzweise in den Sinn. Du musst deine Zeichnungen nicht mal verkaufen. Es gibt so viele Plattformen, auf denen man seine Werke kostenlos veröffentlichen kann, um sich so Leute zusammenzusuchen, die deine Arbeit lieben. Und wenn du jetzt verwirrt bist, was du tun sollst, ob du dich später selbstständig machen möchtest, ob du die Sachen veröffentlichen willst, die du liebst, ob du deine Leidenschaft ausleben solltest, ob deine Arbeit genug ist, alles, was ich darauf antworten kann, ist: die Sachen, die man nicht getan hat, bereut man am meisten. Mein Name ist Marcel. Danke fürs Zuschauen.